Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Belmont Gabriel am Start. Und zwar mit der nächsten Folge Pokémon Saru. Ja, in der letzten Folge haben wir erfolgreich ein Kack-Pokémon gelevelt. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Nicht. Und dieses Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich überlege, ob ich hier jetzt erstmal mit einem hier hochgehe oder nicht. Weil hier oben wird jetzt sicher der Rivale kommen. Okay. Ich würde auch sagen, wir leaden erstmal mit Timmy. Obwohl, nee, mit Kohlrabi sogar. Weil ich glaube, mit Kohlrabi können wir nichts falsch machen. Oder nicht viel. Barry, yo Belly. Machst du, ist alles okay bei dir? Ich mache mich super. Ich habe 2 Generalorden schon mal gefangen. Hier, lass mich sehen, wie stark du bist, Belly. Okay. Ich hoffe hier aufs Beste. Er hat einen Chirpken. Level 19. Sag mal, wem... Was ist denn mit dem schon wieder los hier? Oh, Level 19. Oh, das ist schon wieder richtig schlecht. Aber wir haben uns Supertrecker wenigstens schon mal geholt. Ich gehe mal in Kusha. Ja, weil Kusha ist hier definitiv der Mann. Oder die Katze dafür. Sand Attack. Ja, natürlich Sand Attack hier erstmal. Boah, der hat schon wieder hier die Advanced Strats hier. Okay, wir gehen mal für Quick Attack. Schauen mal, wie viel Schaden das macht. Boah. Kusha ist ein Tank, ne? Kusha ist ein Tank. Holy crap. Das macht dann literally zero. Und Kusha ist schnell. Kusha ist dick. Kusha hat eine sicke Fähigkeit. Kusha, boah, Kusha ist aber insane. Ja, ganz ehrlich. Fat Cat. Oh nein, da ist es auch schon. Okay. Das heißt, wir müssen hier in Kohlrabi gehen erstmal. Und ich weiß auch schon, wie wir den besiegen. Weil Fat Cat ist richtig broken. Fat Cat ist halt einfach richtig broken. Das heißt, wir gehen erstmal hier Leech Seeden. Und die Sache ist halt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, wenn er hier für Rollout geht. Okay, zum Glück geht er nur für eine Echo Voice. Das ist richtig nice für uns. Weil das heißt für uns, wir können hier für eine Bullet Seed gehen. Bam, 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 bam. Bullet Seed, Bullet Seed. Boah, das macht Zero. Schau dir mal das an hier, das macht richtig Zero. Aber Bullet Seed, aber Echo Voice macht halt auch jedes Mal mehr Schaden, für das es einsetzt. Ich glaube doppelt so viel sogar. Also sind wir da definitiv auch nicht ganz sicher davor. Und ich glaube, er kann nicht mal missen. Oh ja, das macht jetzt schon richtig viel Schaden. Aber ich glaube, mit einer Bullet Seed können wir ihn jetzt ausnocken an der Stelle. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mit 2 Bullet Seeds sollten ausreichen. Ah, bitte keine 2 Bullet Seeds. Oh ja, sie reichen aus. Okay, sie reichen aus. Richtig gut. Okay, damit ist sein stärkstes Pokémon, glaube ich, schon mal down. Und Kohlrabi ist erstmal Level 21. Okay. Kohlrabi ist trying to learn. Mega Drain. Boah, Mega Drain. Mega Drain, Kohlrabi. Oh ja, geh mal weg hier mit deiner Tackle. Tackle braucht doch sowieso niemand. Und boah, Kohlrabi schon wieder der MVP. Boah, Level 21 schon. Boah, ja. Okay. Okay. Aber boah, Fat Cat ist halt... Blass, Blaze schon. Das wird wahrscheinlich die Entwicklung sein. Ich hoffe mal, dass hier eine Water Gun 2-Hit ist. Wenn ich ehrlich bin. Oh, das Easy 2-Hit. Okay. Okay, was? Sludge. Oh nein! Boah, geh mal weg hier mit deinem. Oh. Boah, geh mal weg hier mit deinem Sludge. Wieso kann hier alles Sludge? Wieso kann hier wirklich alles Sludge? Gott und die Welt kann hier Sludge. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich hier. Und Cosmolo. Was bist du? Ich habe keine Ahnung, was das ist für ein Ding. Ich gehe mal in Kusha. Ich gehe mal in Kusha. Das sieht mir am besten aus. Sieht mir definitiv am besten aus. Das sieht mir nach Biss aus. Nach Time for Biss. Confusion, wie viel macht das? Macht das viel? Das macht Zero, okay. Und wir können weiter für Biss gehen. Okay.
Confusion, bitte keine Verwirrung, das wäre schlecht. Oh mein Gott! Aber gut, das ist fertig. Das ist fertig. Okay. Oh mein Gott, der Crit. Der Crit, ey. Oh, der hat bestimmt Sniper oder sowas gehabt. Hey, nimm es easy. Du hast es schon gewonnen. Oh. Boah. Wir sind nicht überlevelt. Hey, weißt du was? Bill ist ein Hacker, der für uns arbeitet. Er kann dir Tickets für die SSN besorgen. Du wirst sie brauchen. Ich habe ein Wort von Koli. Ich habe von Koli bitte gehört, dass Nazis versuchen, andere Regionen zu befallen. Werden wir dieses, wenn wir an Bord dieses Chips gehen, können wir sie stoppen. Ich sollte wirklich weitergehen. Wir sehen uns später. Uiuiuiui. Also das war mal ein Rivalenkampf. Das war mal definitiv ein Rivalenkampf. Oh ja, außerdem hat er mir das gegeben. Du wirst es brauchen. Ich habe hier ein kleines Geschenk gegeben. Ein Fame-Checker. Was ist das denn? Okay, also ich schätze mal, das ist der Kampf... Der Kampf-Dingsens? Der Kampfsucher? Den wir auf jeden Fall brauchen werden. Recall that we've had a scene about famous people. Was? Oh, nein. Oh, was ist das denn schon wieder für eine Kacke? Oh, weiß, aber gut. Ich finde halt jetzt wirklich, wir sind nicht mal overleveled. Wir waren in der... Also gut, gegen den einen Typen vielleicht ein bisschen. Aber... Was ist denn jetzt schon... Boah, jetzt schon wieder der Rivale hier. Rivale, Rivale. Und boah, der kommt und fickt uns einfach weg, ey. Boah. Ey, oh. Weil Fat Cat ist schon overpowered, ne? Ich meine, das Ding ist verdammt schnell. Das Ding ist verdammt schnell. Schneller als unser gesamtes Team. Okay, nee, nee, nee. Okay, doch nicht schneller als unser gesamtes Team. Hier, Barzi ist noch schneller, aber... Oh, boah, das ist halt schon wieder... Und wir haben unterlevelte Mons, ja? Also, wow. Wow. Also, das ist heftig. Das ist definitiv heftig. Aber hier sind auf jeden Fall einige Leute. Und hier werde ich auf jeden Fall weiter nennen. Leute nennen uns die Nugget Bridge. Nein, Moment. Leute nennen das hier die Nugget Bridge. Leute nennen uns die Nugget Bridge. Okay. Ja, was hat denn hier? Ein Uggwurm. Level 10, willst du mich verarschen? Okay, Barzi macht das locker easy. Aber ein Uggwurm, bist du serious? Bist du ja wirklich serious? Also jetzt im Ernst. Das ist halt lächerlich. Das ist halt dezent lächerlich hier. Level 10 will der ankommen. Der will ja mit irgendwas mit Level 10 ankommen. Bestimmt dann das letzte Pokémon Level 25 oder Level 30. Hm, ich riech's schon wieder. Ich riech's schon wieder hier. Wie die ganze Kacke schon wieder am Dampfen ist. Ein A-Beetle. Ich glaube aber, die haben Pokémon Level beibehalten, glaube ich. Ziemlich sicher. Na, oder? Weil ich kann mich erinnern, dass der Rivale irgendwas mit Level 21 hatte. Also, okay, Okun. Das heißt, das ist ein Job für Timmy. Aber das mit dem Ding ist so ärgerlich. Also ihr könnt ja mal entscheiden, soll ich für dieses Pokémon was fangen oder soll ich einfach sagen, hey, es war sowieso gekauft. Scheiß drauf. Hast jetzt halt verkackt. Na, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ich damit umgehen soll. Armobidel. Ja gut, Armobidel hier. Barzi sollte das aber handeln können. Ja, mich ärgert es zwar, aber ich kann beides verstehen. Also, ihr als Zuschauer könnt mir da gerne was sagen, wie ich damit verfahren soll. Und wie ich damit weitergehen soll. Also, es ist für mich, wie gesagt, für mich ist absolut beides okay. Und ja, Crit. Ja, boah, meine Gegner critten auch nur. Ja, ist komplett euch überlassen. Wir können aber auch einen Ersatz dafür fangen. Wenn ihr sagt, hey, normalerweise kriegt man dann Carpador, du bist aufgelevelt hier, du hast Mühe reingesteckt hier, nimm das und ja. Hast du nicht gesehen und bla. Wichtig ist auf jeden Fall, dass unser Kohlrabi bei guten HP ist. Ich habe Angst vor den Mädchen. Wenn da schon wieder irgendwie so ein Star-Muskelprotzkack kommt, dann habe ich schon wieder überhaupt keine Lust. Und es kommt ein Chirpken. Natürlich kommt ein Chirpken. Wie kann auch kein Chirpken kommen, das gut gegen unser Ding ist? Gegen unser Mon. Also das ist schon wieder, ja, so eine Sache.
Okay, ja, das muss Kusha hier definitiv regeln. Aber das kann er auch regeln, das haben wir schon gesehen. Kusha ist halt einfach, Kusha ist der MVP. Ganz ehrlich, Kusha ist der MVP. Der hat richtig starke Attacken. Das ist einfach insane. Also Kusha ist einfach insane in dem Game. Muss man sagen. Muss man einfach so sagen. Der ist bis jetzt insane. Wow. Wow. Wirklich. Dawnseed. Das hört sich für mich nach einem Pflanzen-Pokémon an. Aber das heißt für mich, wenn ich gehe in Timmy, weil ich Timmy gerne noch leveln will. Und... Oh, war das das Ding? Oh, ich glaube, das Ding war nervig, oder? Ich glaube, das Ding war richtig nervig. Absorber, Absorber, okay. Gegen was war das Ding denn nervig? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich es, glaube ich, schon mal gesehen habe, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das schon mal gesehen. In der Höhle war es, glaube ich, oder? Oder war es vor der Höhle? Es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, das Pokémon. So, Timmy ist auch schon Level 19. Bin auch mega gespannt, wie sich Timmy weiterentwickeln wird. Stun Spore. Okay. Ich glaube, Growth brauchen wir überhaupt nicht. Da ist eine Stun Spore definitiv besser. Falls wir irgendwas paralysieren müssen. Oder halt schlafen legen dann. Aber das ist uns relativ eigentlich. Elizard. Das hört sich für mich eigentlich nach einem Vogel an, aber ich bleib trotzdem mal drin. Bleib mal drin und geh für eine Konfusion. Charm. Okay. Das ist vollkommen okay, weil wir ja speziell angreifen. Was bist du? Ein Two-Hit bist du. Petal Dance? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe legitim keine Ahnung, was dieses Ding von mir will. Ich habe legitim keine Ahnung, was dieses Ding von mir will. Hilft uns hier der Pokédex? Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. Wahrscheinlich vom Typ Flug? Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Sollten wir heilen gehen? Ja, I guess. I guess, wir sollten heilen gehen. Aber, ha? Er muss wirklich sagen, was war das? Was war das gerade für ein Pokémon? Alizard? Ist das die Weiterentwicklung von irgendwas? Urgwurm, Urkun, Armobeetle, Chirpity, Chirpton. Also auf jeden Fall hat Chirpity und Chirpkin noch eine Weiterentwicklung. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Taschentai. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Peak Eye. Okay, hier. Puffstar und Buffstar war auf jeden Fall auch eine Weiterentwicklung, das war klar. Grass Shield, Snowbu. Oh, das war das Ding. Oh, jetzt kriege ich hier die Vietnam-Flashbacks. Statali. Oh, Statali, Alter. Statali habe ich hier so ne, sowas hier. Cosmolos. Das sieht halt richtig sick aus. Ja, holy shit. Disziplin war auch nice. Metestel. Das war wahrscheinlich das Kadabra-Ding. Da werden wir wahrscheinlich die erste Entwicklung jetzt oben fangen können. Metestel war auch relativ nice. Teraktor. Oh nein, geh mir weg mit dem Stahl-Elektro-Ding. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding ist. Ich habe keine Ahnung, was dieses Ding ist. Scrapper. Ah ja, boah, weg mit dem. Boah, ja, hier. Mhm. Tektorpent. Oh, das waren alles so gute Mons. Dann Hüdner. Ja, das war das hier. Dronogu. Uiuiui. Chestun. Oh ja, das Ding hatte ja 20 Millionen Füßdev, glaube ich. Und konnte auch Sludge, weil ja alles Sludge kann. Oh. It sucks. Ja, kann ich bestätigen. Kann ich definitiv bestätigen. Ja. Gut, aber wir wissen überhaupt nichts hier über die Pokémon. Das ist interessant. Hm. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was wir noch hier auf der Brücke sehen werden. Wow. Also, wir wissen auf jeden Fall, das Ding kann Petal Dance schon mal. Das sollten wir nicht vergessen. Das sollten wir definitiv nicht vergessen. Okay. Ich habe übrigens auch Angst vor der nächsten schon wieder. Ich will hier übrigens zuerst hochgehen, einfach, dass wir unser Pokémon fangen können. Youngster Timmy. Er hat einen Sandtrap. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, gut, wir haben mit Timmy angefangen. Das ist ein richtig gutes Matchup und ich glaube, eine Mega Drain sollte ja auch ein Oko sein. Ich meine, wir sind hier Timmy und ja, das ist easy, easy KO. Okay. Ja, und boah, so viele Trapper, wie es in diesem Spiel gibt, das ist halt richtig ekelhaft.
Frogen. Ja, okay. Das war dieses eine komische Ding. Ich kann aber drin bleiben. Ich glaube nämlich, dass wir schneller sind. Ich glaube nämlich, dass wir schneller sind, oder? Ja, wir sind schneller. Eine Konfusion sollte ja ausreichen. Ja. Was? Okay, Matschat. Matschat, okay. Okay, falls ihr den Speeddrop bekommt, dann wäre es natürlich schlecht. Natürlich kriegt er den Speeddrop. Aber das heißt für uns, wir gehen in Barzi. Barzi kann das handeln. So. Und er geht auf Lier. Okay, ja, gut, dann hätten wir drin bleiben können, aber ich will definitiv keinen Slime hier oder irgendwas abbekommen. Und ich hoffe, wir bekommen keine Poison-Kacke. Aber das sieht gut aus. Nach der Erfahrung kommt normalerweise nichts mehr. Okay, und der war eigentlich einfach. Der war ja richtig einfach hier. Timmy hat den weggebasht. Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Hier haben sie anscheinend nichts geändert auch. Oder hier hat der Hackersteller nichts geändert. Dawn Sprout. Level 19 jetzt schon? Poison Powder? Oi, 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 oi. Ich vermisse Diesel. Ich vermisse Diesel sogar sehr. Oh mein Gott, ich vermisse Diesel sogar super, super sehr. Okay, Sweet Sand. Also wir wissen auf jeden Fall, das Ding können wir auf irgendeine Art und Weise packen. Hier, pack me baby one more time, so mäßig. Okay, ich kann auch hier ohne Probleme drin bleiben und die einfach nochmal Confusion drücken. Ja, anscheinend kann das Ding nicht viel. Anscheinend kann das Ding nicht viel. Aber Level 19. Wenn das Ding jetzt schon Level 19 ist, dann muss ich ja mega Angst haben. Weißt, der letzte Level 14 erstmal Lied. Und die kommt jetzt mit Level 19 ums Eck. Was ist denn mit der los hier? Gut, wenigstens kriegen wir gute Erfahrung. Da Maincon, das hört sich nicht gut an. Das hört sich für mich entweder nach Feuertyp an, nach Elektrotyp oder nach Käfertyp. Jedenfalls nicht nach was immer das auch ist. Ist das Gestein? Nee. Aber es ist schwach. Also es ist nicht defensiv stark, meine ich damit. Okay, wir kriegen 4 Hits. Das ist schon mal nett, weil jetzt können wir Megasauger drücken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sei kleine Glaskanone, sei keine... Okay, gut. Oh, wenn das Ding jetzt eine Glaskanone gewesen wäre, ne? Das wäre super, super bad gewesen für uns. Ah, mir stinkt immer noch dieses Dynamit-Ding. Stinkt mir sehr. Wahnsinnig sehr sogar. Aber wow, Maincon. Normal-Type anscheinend. Okay, müssen wir uns merken... Also auf jeden Fall nicht Gestein, oder es kann immer noch Gestein sein, solange es eine andere Form auch hat. Wir haben auf jeden Fall noch genug Leben, dass wir hier zum Pokémon Center laufen müssen. Können auf jeden Fall. Und wir schaffen anscheinend hier nur den Nugget Bridge in einer Folge. Den Nugget Bridge und den, ja, wir werden auf jeden Fall noch die Pokémon fangen. Bin auf jeden Fall gespannt, was für ein Level der Arena-Leiter ist hier. Anscheinend scheint unsere Rivale ihn ja besiegt zu haben. Das heißt, ich schätze mal, dass sie schwächer ist. Aber das kann ich mir natürlich auch nur einbilden. Ich weiß nicht, wie das Spiel ist. Das Spiel ist gemein. Das Spiel ist wirklich gemein. Okay. Ja, Nummer 5, der letzte. Das Spiel ist halt wirklich, wirklich gemein. Ich meine, das hat mich den Dampffisch hier leveln lassen, obwohl das mit Statali... Level 22. Okay. Karate-Chop. Zum Glück weiß ich, dass das Ding erstmal mich crittet. Das ist schön. Das ist schön für das Stadthali, dass es mich critten kann. Ich hoffe, dass es ein Two-Hit ist. Oh mein Gott. Wir critten zurück. Das ist auch nett. Low-Kick sollte eigentlich Zero machen. Ja. Und das Stadthali ist auch down. Nice, 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 nice. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass die Gegner jetzt mit Stadthali auch ins Eck kommen. Und wir haben Camper Ethan besiegt. Aber wenn die jetzt schon mit Level 22 ums Eck kommen, dann weiß ich nicht, was der nächste jetzt bringt hier. Ich glaube, ich lead mit Kohlrabi. Ich glaube, Kohlrabi ist die overall beste Möglichkeit. Kongratulationen, du hast unsere 5 Trainer besiegt. Du hast jetzt einen wundervollen Preis gewonnen. Und wir haben einen Nugget bekommen, okay.
Ich verarsch dich nur, Kind. Jetzt, da du erschöpft bist, werde ich dich besiegen und deine Reise beenden. Lass uns losgehen. Loslegen. Okay, der Nazi ist da. Der Nazi ist da und er hat zwei Pokémon und er hat ein Frogion. Da ist Kodabi natürlich dezent schlecht dagegen. Allerdings haben wir hier Barzi als Switch, der immer gut ist. Auch wenn er hier für Sludge geht. Acid ist eigentlich komplett okay. Der macht uns nicht viel. Und ich gehe erstmal auf den Leer, dass wir so wenig Möglichkeiten bekommen, uns zu vergiften, wie möglich. Acid nochmal. Ich hoffe natürlich, er vergiftet uns nicht. Ich meine, er kriegt keinen Defense-Drop auf ihn natürlich. Oh, natürlich. Erster Try hier vergiftet. Natürlich. Glare. Ja, easy predicted mit dem Gift. Get wrecked, Scrub. Okay. Und das erste Mon ist down. Das ist schon mal sehr nett. Okay, und was ist das nächste? Batsquito. Das ist ein Job für Barzi. Ja, ich werde meinen ersten Supertrank hernehmen. In der Hoffnung natürlich, dass wir erstmal scouten können, was das Ding hat. Wing Attack. Okay, das macht nicht genug. Wir können erstmal für eine Pack gehen. Okay, das Ding ist schneller. Das ist sehr interessant. Und das macht Zero. Was hat das Ding für Defensivwerte? Oh mein Gott. Leech Life. Okay, das ist nice für uns. Das ist sehr, sehr gut für uns. Natürlich crittet der jetzt. Und stellt sich... Boah. Okay, das Ding hat Millionen an Leben. Das weiß ich auf jeden Fall jetzt schon mal. Und wir packen erstmal. Super Socken. Boah, was will denn der von mir? Komm, Barzi, komm, brich durch, bitte. Brich durch. Und critte. Let's go. Ah, okay, kein Crit. Aber was wir jetzt machen müssen, ist in Kusha zu gehen. Wir müssen in Kusha gehen. Die anderen beiden Pokémon verlieren gegen dieses Ding. Wing Attack sollte Zero machen. Ja. Und ich gehe erstmal für eine Echoed Voice. Oh ja. Miss erstmal. Richtig schön missen. Wing Attack. Ja, das ist richtig schön. Und das Ding ist down. Oh, gut. Boah, das Ding hat 800 Erfahrung gebracht. Arg, du bist gut. Wow, ich habe versagt. Das ist gut, dass du versagt hast. Wir haben 28 Ticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das ist easy. Easy peasy hier. Okay. Wow. Aber es hat mich 2 Supertränke gekostet. Und ich würde sehr, sehr gerne wieder 2 Supertränke haben. Das heißt, wir gehen wieder zurück und kaufen uns 2 Supertränke hier. Falls jemand so kommt wie der da. Weil das ist ja lächerlich. Also, was hat denn das Ding für Stats gehabt, bitteschön? Sehr effektiver Schnabel. Zero. Na, einfach gar nichts. Jetzt bin ich auch nicht mal so unfroh, dass wir den Ether verkauft haben. Aber ich bin froh, dass es so viele Sachen gibt, die man einfach für 4.999 verkaufen kann. Bin natürlich traurig wegen den Mondsteinen, aber das ist okay, glaube ich. Das ist okay, dass wir die nicht verkaufen können. Wir werden sie halt wahrscheinlich nicht brauchen. Niemals. Was schade ist. Aber gut. Route 24, wir können natürlich hier was fangen. Oh mein Gott. Ich glaube, das werden wir jetzt auch tun. Und ich werde mit Timmy leaden auf jeden Fall. Und... unser Encounter wird sein ein
Was bist du? Okay. Wie viel macht Kusha? 53, holy crap. Ich glaube, Barzi ist hier das Schwächste, was wir haben. Von dem her gehe ich mal einmal in Barzi. Bubble. Es ist auf jeden Fall ein Water-Type, was ich definitiv appreciaten kann. Ich werde auch hier einmal auf Pack gehen. Ich glaube, das ist unsere schwächste Attacke. Okay, das ist nice. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, dass das hier gefailt ist. Und wir können wieder zurück in Timmy gehen. Das sind gute Karten. Er geht für Härtner. Das ist komplett okay. Ich werde das erstmal schlafen legen, das Ding. Watergun. Es ist auf jeden Fall schneller. Also scheint es mir speedy zu sein. In irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall. So. Ich frage mich auch, wann man den EP-Teil in diesem Spiel bekommt. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal Pokebälle. Einen Superball haben wir. So. Eins, zwei, drei. Okay, nice. Nice, 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 nice. So, zum Glück habe ich hier meine weiße Liste. Und die sagt... Chronodile. Nein! Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Oh, nein. Oh, richtig schlecht. Okay, aber wir haben hier MKTV. Okay. Blank. TV. So. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich will auch den Eintrag lesen von diesem Ding. Bin auch gespannt, wo er ist. Scheint anscheinend weit unten zu sein. Okay, es ist auf jeden Fall Wassertyp. Das ist gut. Es mag es, Leute zu pranken, indem sie ihre Beine beißt. Aber es... Für normalerweise zu einem fehlenden Bein. Oh, schade, ne? Okay. Ja, sehr interessant. Attract. Boah, was will ich denn mit einer Attract TM? Okay, was gibt's denn hier noch? Es gibt hier Oogworms? Okay, Oogworm muss anscheinend richtig sick sein. Wenn es hier so oft gibt. Ist hier irgendwas? Na ja, oben gibt es normalerweise den Dingenskirchen. Ich will ja auch einmal heilen gehen. Die Mons, die wir bis jetzt gesehen haben mit Shadow Tag und so weiter, sind alle schwach gegenüber Wasser. Von dem her glaube ich relativ einfach, dass es, oder relativ angenehm, dass wir das trainieren können. Ich werde aber glaube ich nie damit leaden. Oder werde ich damit leaden? Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Sollte normalerweise nicht der Fall sein. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir eventuell wieder ein neues Pokémon fangen können. Dann auch wieder, weil wir ja noch Route 25 vor uns haben. Ich werde die Folgen auch mittlerweile übrigens ein bisschen länger machen. Ja, aber auf jeden Fall nice. Hier haben wir einen Trainer. Den will ich aber erst mitnehmen, nachdem wir die Route 25 gemacht haben. Und zwar werde ich hier mit unserem guten... Ja doch, ich werde mit Timmy leaden. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht ja weiter mit einem Oogworm. Okay, das heißt, wir kriegen einen Oogworm in unser Team. Das ist okay. Das scheint mir auf jeden Fall sehr, sehr okay zu sein. Jetzt müssen wir das Ding nur noch fangen irgendwie. Oder in irgendeiner Art und Weise. Bin auf jeden Fall gespannt, in was sich dieses Oogworm entwickelt. Käfertyp ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe auch hier für den Blubber, einfach weil es die schwächere Attacke ist. Dieses Oogworm wird auch wahrscheinlich nicht eine sonderlich starke, wow. Wow! Wir sind ja weak AF. Okay, dann gehe ich auf jeden Fall hier für eine Watergun. Twin Needle. Kein Crit, bitte. Okay. Das heißt auf jeden Fall für uns, wir können erstmal hier in Barzi gehen. Der resistiert dem Ganzen. Twin Needle ist eine relativ starke Attacke sogar auf der Basis hier. Aber wir haben jetzt zwei Pokémon, die wir auf jeden Fall trainieren müssen. Ich hätte gern dieses Oogworm. Vor allem, ich glaube, wenn es sich in den Kokon hüllt, dann hat es
relativ gute Defensivwerte. Was ist denn mit dir los? Was auf jeden Fall nice ist. Ich glaube, Barty entwickelt sich auch bei Level 30, wenn er normal ist. Also wenn er so ist wie Tauboga und so. Cat entwickelt sich, glaube ich, normalerweise nicht mehr, oder? Muss ich schauen. Muss ich schauen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gut, wir haben auf jeden Fall Ugwurm gefangen. Will hier jemand? Nö. Nö, will nicht. Es träumt davon, eines Tages ein wunderschöner Schmetterling zu sein. Oh, richtig süßes Ding. Wir haben hier niemand, der Käfer sein wollte. Was ist denn los, Leute? Bei mir auf dem Kanal. Keiner, der Käfer sein will. Menschenskinners. Das ist ja mal ordentlich was. Supidupi. Gut. Ich werde mal ganz kurz auch, glaube ich, auf Twitter fragen. Von dem her sehen wir uns gleich wieder. So, wisst ihr was? Ich hatte eine Sache nicht bedacht. Nämlich, es ist 2 Uhr nachts. Blöd, ne? Deswegen, ich predikte mal, dass es zu einem Schmetterling wird. Und ich nenne es nach dem guten Spec Swallow. Ich weiß, es ist kein Flugtyp in dem Sinne, aber es wird wahrscheinlich zu einem Flugtypen. Oder hoffe ich jedenfalls, dass es zu einem Flugtypen wird. Und deswegen, ja, ne? Ist, glaube ich, ganz angenehm hier. So, wir holen das auch gleich ab und legen den Dampffisch mal weg. Ugwurm war nämlich eines der Pokémon, die ich sehr, sehr gerne auftrainieren wollen würde. Und ich weiß aber, dass es sich nicht mit Level 10 entwickelt. Weil ich ja in meinem ersten Playthrough von dem Game, der leider bei dem PC-Reset vor Ewigkeiten mal verloren gegangen ist, auf Level 10 hatte. Ich glaube sogar auf Level 11. Sogar Silver Powder haben wir hier. Das ist ja richtig gut sogar. Hier weg mit dem Dampffisch, aber den haben wir noch da. Den haben wir noch da. Ich wusste, es tut mir leid, glutenfrei, aber ich wusste nicht, dass das. Ich wusste nicht, dass es so ein Trash ist. Also ich wusste nicht, dass es so ein Trash ist. Also jetzt legitim, ich wusste nicht, dass es so ein Trash ist. Soll ich jetzt auch nach dem guten Maxi benennen können? Der gesagt hat, mir ist es egal, was für ein Pokémon er ist. Hätte ich machen können. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Nächstes Mal. Ich predikte einfach zu gerne. Wir waren nicht heilen. Das ist aber egal. So, die Frage ist, leveln wir das Ugwurm? Oder nicht? Was leveln wir? Und, gut. Wir können halt immer nur einen leveln. Er hat einen Cat. Das ist okay. Das können wir Mega Drainen, glaube ich. Ja, Tailwhip ist uns relativ egal. Wenn wir halt nur wüssten, ob die Gegner mit einem Shadow-Tagmon leaden oder nicht. Das wäre schon mal einiges wert. Okay, das nenne ich mal ein Oko. Okay, was ist du? Frogion. Okay, ein Frogion ist auf jeden Fall nice. Da können wir auf jeden Fall unseren guten Swallow reinwechseln. Das sieht richtig cool aus von hinten. Und können auf jeden Fall hier wieder back in unseren guten Pokebassi wechseln. Und können dann hier mal schön das Frogion weghexen hier, ne? Acid, ja, das ist hier. Da kann gerne hier Acid machen, aber wir packen ihn einfach mal weg. Okay. Ich glaube, macht Quick Attack mehr als Pack. Wenn das jetzt ausnockt, macht das mehr als Pack. Es macht mehr als Pack. Okay, ich glaube halt auch, dass ich nicht mal hier Level, also nochmal heilen gehen muss. Wie gesagt, ich werde niemals eins unserer schwächeren Pokémon reinnehmen. Jetzt kämpfen lassen in irgendeiner Art und Weise. Weil halt sowas wie Pursuit kommen kann, es kann viel kommen. Und ich glaube, ich muss hier jeden Trainer einzeln mitnehmen und mich nach vorne kämpfen. Ich glaube, das ist das Schlauste, was wir machen können und ja, ne? Okay. Der hat wieder ein Cat. Ich muss halt vor Sandtraps aufpassen. Alles kann theoretisch Sandtraps haben. Das ist das Problem. Und wenn da ein Sandtrap kommt, das ein paar Level höher ist als wir, dann haben wir Verluste zu beklagen. Das ist die Sache. Das ist die Sache. Ich muss noch die Fähigkeit anschauen, die wir mit dem anderen Pokémon haben.
Peak Eye. Okay, Peak Eye war das eine. Das heißt, wir können hier wieder in unseren Swallow gehen. Ist es eigentlich ein Level aufgegangen oder ein halbes? Ein halbes nur. Ja gut, die sind halt auch nur Level 15 in Anführungszeichen, ne? Aber ich glaube, nein, ein Timmy war da nicht gut dagegen. Kusche glaube ich auch nicht. Obwohl doch, Kusche kann Biss. Kusche beißt sich da einfach durch. Ich glaube auch außerdem, dass das Ding nur Unlicht war. Ah, wenn die Gegner missen, das ist doch schön. Ja, das Ding war nur Unlicht. Und schaut euch den Damage an. Kusha ist so ein Monster. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Wow. Das ist heftig. Als ob das nur 96 bringt. Wow. Das hat halt literally zero Erfahrung gebracht. Das Pikachu. Hier. Der kann sich zur Seite drehen. Okay, das wusste ich nicht. Hier rechne ich sehr, sehr stark mit dem Sandtrap. Tech Torpent. Ach du meine Güte, Level 25. Okay, Kohlrabi, du musst den Tag retten hier mit deinen Leech Seeds. Ironhead, oh, zum Glück sind wir resistent. Und das macht Millionen. Zum Glück sind wir resistent und macht trotzdem Millionen. Nice. Zum Glück treffen wir auch hier unsere Leech Seeds. Curse. Okay, er ist aber plus 1, er hat 20 gemacht, das heißt Crit macht 40, mal 1,5 sind 60. Ich hoffe, wir kriegen mehr als 6 HP wieder zurück, ansonsten haben wir Probleme bei einem Crit. Okay. Das Ding hat 2 Milliarden HP. Das Ding ist wahrscheinlich ein physisches Chansey, schätze ich mal. Das Ding ist ein physisches Chansey. Okay. Gut zu wissen. Das Ding ist ein physisches Chansey. Nice. Der Hiker Wayne. Ah, ich hätte so gerne einfach hier Erfahrung bekommen. Ach komm. Hier, Gas in dem Tank. Hier, ich habe auch Gas in dem Tank. Und zwar den das Gas hast du gleich in deinem Gesicht hier. Disziplin. Okay, da ist natürlich unser Timmy genau der Richtige dafür. Ja, hier Lier kann er gerne machen. Der kriegt auf jeden Fall hier erstmal eine Konfusion mit. Aber ich glaube, wir leveln die Mons zu langsam dadurch, ne? Wenn wir immer nur das Zweite machen. Wir halbieren dadurch von unseren Lead-Pokémon die Erfahrung. Ja, kann natürlich gut sein, kann natürlich aber auch nicht sein, ne? Metastal. Ja, das sollte auf jeden Fall relativ easy sein. Ich glaube, in das Metastal hätte ich sogar MKTV reingeschickt. Jetzt hätte ich spätestens wieder ausgewechselt, nachdem ich gesehen habe, dass das Ding so viele Level höher ist. Aber interessant, dass das mit Level 18 immer noch ein Metastal ist, anscheinend. Magnitude 8. Wir wären. Unser MKTV wäre sowas von down gegangen. Das wäre sowas von down gegangen. Ich glaube, defensive Mons sind hier absolutes Muss in diesem Spiel. Ich will auch gar nicht wissen, wie die legendären Pokémon sind. Ich freue mich auch schon, die legendären Pokémon zu fangen, weil ich glaube nicht, dass sie die Top 4 in irgendeiner Art und Weise so schaffen werden. Glaube ich nicht. Never. So. Swellow hat auf jeden Fall schon mal die Stufe 9 erreicht. Supi-bupi. Du hast hart gearbeitet. Ja, ich arbeite generell immer hart. So. Ich war einmal auf einem Cruise auf der SSN. Du bist auf der Anne geritten. Willst du mir das damit sagen? Und ein Float Eye. Was ist denn mit diesem Ding geworden hier? Es ist. Oh nein! Oh, zum Glück macht das Zero. Timmy tankt das halt einfach immer wie ein Boss. Das muss man halt einfach so sagen. Okay, das Ding ist Gift. Stimmt, da war was, glaube ich. Ja, das heißt, wir Kusha hat unsere einzige Möglichkeit, irgendwas zu machen. Astonish. Ah, easy. Get predicted, man. Get predicted. Und Fun Fact, ich glaube, zwei Quick Attacks sind hier unser bester Zug. Lier. Ja, Lier ist hier easy, richtig easy. Oh, dass die ganzen Trainer nur ein Pokémon haben, ist ein bisschen ärgerlich für uns, finde ich. Bisschen ärgerlich.
Weil das nimmt uns die Erfahrung auf den, auf unseren unteren Mons weg. Das ist richtig ärgerlich. Ich bin nicht böse. Nein, bist du nicht. Du bist nicht böse. Oh mein Gott, wie viele Trainer hier noch sind. Und wir können an diesen Trainern halt nicht mal vorbei, ne? Hi, mein Freund ist cool. Weißt du, wer noch viel cooler ist? Deine Mutter. Irgendwie habe ich was nicht an Witzen verstanden. Okay. Maincon haben wir hier. Megadrain ist, glaube ich, hier der beste Zug, einfach weil wir hier wissen, dass es gegen Pflanzen neutral ist. Und wir können uns eh voll heilen. Und Takedown sollte ungefähr Zero machen. Er geht für Heuler, okay. Heißt für mich aber, ich kann auch rausfinden, ob er normal ist. Er ist anscheinend normal. Er ist anscheinend normal. So wie das aussieht. Für mich auf jeden Fall. Dreamhole. Oh, Dreamhole. Das hört sich für mich nach der Weiterentwicklung von dem Sandtrap an. Und das wird es wahrscheinlich auch sein. Schön. Und es macht genau da weiter, wo das andere sich aufgehört hat. Wisst ihr was? Jetzt ist auf jeden Fall die Sache, wo wir sagen können. Nein! Dreamhole ist nicht die Weiterentwicklung. Okay, gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Ich auf jeden Fall hier mal für die Bullet Seed. Das sollte am meisten Schaden machen. Wow, das ist Stahl? Das ist anscheinend Stahl noch. Wow. Okay, sehr interessant. Hat anscheinend wenig Spezielldefensive und ist Stahl. Okay. Sehr, sehr interessant. Was wir hier an Informationen alles bekommen. Sehr, sehr interessant alles. Okay. Der nächste. Und ich glaube, dann fehlt noch ein Trainer. Ich hoffe, der hat mehr als ein Pokémon. Oh, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Okay, Metastil. Okay. Ja, das ist halt schon wieder richtig nice. Das ist richtig nice. Weil wir hier Gigasaugen können, haben wir überhaupt gar kein Problem gegen das Metastil. Und können hier unser Ugwurm bzw. unser anderes Mon noch hochziehen. Ich weiß gar nicht, ob wir unser anderes Mon hochziehen sollten, aber es ist ein Wassermon. Und wir haben theoretisch schon ein Wassermon. Ja, nochmal Metastil hier. Von dem her ziehe ich lieber Käfer hoch. Weil ich glaube, dass Käfer generell unser Team mehr komplementet, dadurch, dass wir was gegen Fighting haben. Zusätzlich nochmal. Ja. Wenn wir schon einen Wasserstab in unserem Kohlrabi haben. Rock Throw. Wow, das macht Zero. Das macht legitim Zero. Richtig cool. Metastil ist wieder down. Und dadurch können wir auch farmen. Dadurch können wir gute XP farmen für unser Ugwurm. Ja. Und dadurch ist er Level 10 geworden. Nice, nice, nice. Metastil, das nächste. Swallow, let's go. Sobald wir nicht wissen, was kommt, müssen wir natürlich drin bleiben. Nicht, dass es dann ein zu starkes Pokémon wird, aber ich glaube, der hat nur 4 Metastils, von dem er sollte das okay sein. Weil selbst wenn Crit kommt, teilen wir uns easy wieder hoch mit einem Giersauger. Defense Curl macht uns zum Glück auch nichts. Und wir können unser Ugwurm schön hochleveln. Erstmal. Wir haben nur noch 2 Gigasauger auch noch. Was eventuell bedenklich ist. Aber das ist okay. Das ist normalerweise okay. Ich meine, wir haben noch unseren Kohlrabi, der hat auch Megasauger. Wir könnten dann theoretisch zurückgehen, aber nee. Disziplin. Okay, da wechseln wir definitiv auch aus in unser Swallow hier. Weil wir wissen ja, dass das ein Kampftyp-Pokémon ist. Und ich glaube nicht, dass das Ding Pursuiter, wenn ich ehrlich bin. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass das Ding uns ausnocken kann. Ja, hat es anscheinend nicht, keine Pursuit. Und Low Kick macht literally Zero, haben wir schon rausgefunden. Und er schläft sogar ein. Ja, hier richtig easy. Richtig easy, Konfusion reicht auf jeden Fall. Er schläft auf jeden Fall eine Runde. Und wir haben sogar noch eine Mega Drain in the back. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Kohlrabi ist halt einfach durch Leech Seed unser MVP, wenn ich ehrlich bin. Ist er halt einfach. Ist so einfach. Weil Leech Seed machen so viel für uns. Wenn wir nicht wissen, wie wir ein Pokémon besiegen können, Leech Seed uns hochheilen. Später wird das natürlich problematischer, aber
So, hier können wir uns auch vorbeischleichen und den Pokéball holen. Ohne dass wir hier irgendwie große Probleme haben. Der hat zwei Pokémon, okay. Ein Cat. Das ist vollkommen okay. Ich glaube, da werde ich sogar nur auf eine Confusion gehen. Das Cat ist Level 14, was ich sehr, sehr angenehm finde, to be honest. Weil das auch heißt, dass es ab und zu mal niedrigleveligere gibt. Und nicht immer bloß 22. Frogen ist natürlich für uns wieder ein Swallow-Switchen. Hier für uns. Und wir können natürlich wieder rauswechseln. Wir werden zwar nicht Level 12 werden hier in dem Kampf, aber das ist, glaube ich, ganz okay. Wow, es könnte sogar MKTV annehmen. Ich glaube, ich gehe aber in Timmy. Das ist, glaube ich, der beste Zug. Es kann natürlich jederzeit irgendwie ein Mudslap kommen oder sowas. Aber zwei Assets sollten wir reichen. Wir sind 8 Level über ihm. Ja. Und die Confusion sollte definitiv ausreichen. Hier an der Stelle. Nice. Okay, damit haben wir, glaube ich, die Route auch schon bald fertig. Ja, das sind nur 93. Das ist vielleicht ein halbes Level für ihn. Nicht mal ein halbes Level. Und wir gehen auf jeden Fall hier hoch und haben Secret Power gefunden. Sehr, sehr nett. Oh, wow. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch zwei Trainer vor uns. Wow. Okay. Ich werde mal damit, ich werde mal den einen Trainer überspringen. Weil wir low on Mega Drains sind. Eventuell werden wir nochmal hochgehen. Dawnseed. Okay, das ist angenehm relativ. Oder sehr, sehr relativ angenehm sogar. Ich glaube, hier können wir sogar ins Swallow gehen. Ah, Poison Powder ist nervig, aber ich glaube nicht so schlimm vorerst. Weil das bloß 5 Schaden macht. 3 Schaden. Und wir können für Twin Needle gehen. Absorber, ja. Exactly. Exactly, das sollte 5 machen. Oh mein Gott, das macht Millionen. Holy crap. Bitte mach viel Schaden, Twin Needle. Critte. Aber ich glaube, ich kann nicht drin bleiben. Ja, das wäre zu riskant. Aber wir haben es schon einmal reingeschickt gehabt. Was für uns heißt, wir sind safe. Wir haben die Erfahrung auch schon mal für Swallow gebucht. Hier, an der Stelle. Er geht nochmal für Growth. Ich hätte sogar drin bleiben können. Aber das ist egal. An der Stelle ist es egal, wirklich. Und wir können ja nochmal für Confusion gehen und das Dawnseed ist down. Nice. Sehr, sehr nice. Nochmal extra 133 Erfahrung bekommen. Chirpity war auf jeden Fall der Vogel. Das heißt, wir können hier auch wieder in unser Swallow gehen. Und nochmal Erfahrung abschrauben. Ich glaube, das war sogar die Vorentwicklung. Ja. Wir kriegen zwar wieder Poison Damage, aber ja, das ist okay. Wir müssen sowieso einen Trank einsetzen. Und ich glaube, hier ist Barzi sogar der beste Switch. Schau mal, Chirpity. Zu dem wirst du mal. Zu diesem Huhn. Und Quick Attack ist unser bester Zug. Ich finde es nice, dass wir einen guten Stab endlich haben für unseren Barzi hier. Pack ist natürlich auch super, super nett, weil wir hier natürlich den Stab haben, der auch Dinge sehr effektiv treffen kann. Ja, Swallow ist hier offensichtlicherweise wieder der Play. Und können natürlich hier dann, auch wenn wir nochmal Toxinschaden bekommen hier, einmal hier rausgehen in unseren Barzi. Und ich glaube, der sollte das dann auch beenden. Mit einem Schnabel. Ja, Absorber, der macht bestimmt 2. Oh, der macht... Das Ding hat guten Spezialangriff. Holy crap. Das Ding hat wirklich guten Spezialangriff. Aber hat keine Defensive. Okay. Nice. Das heißt, ich muss mir ein Antidote kaufen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Antidote kaufen und... Ja. Entwickelt es sich schon? Es entwickelt sich. Wow. Am Schluss entwickelt sich noch unser Swallow. Also unser Oogworm zu einem Okun wahrscheinlich. Und wird wahrscheinlich, wenn es jetzt auf dem Level ist, auf dem unsere Mains sind, sich eventuell schon fertig entwickelt haben hier. Und es kann schon Twin Needle, was richtig, richtig cool ist. Wird wahrscheinlich jetzt einen ordentlichen Stat-Buff bekommen haben.
Harden, ja gut, das ist uns mal egal. Was hast du für Werte jetzt mittlerweile? Tatsächlich relativ gute Defensivwerte. Und es hat Chat-Skin. Aber, ja, ne, Chat-Skin und so. Weißt du Bescheid. Ein Trank sollte hoffentlich ausreichen. Als Investment jetzt hier. So. 30 hat er jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wie lange haben wir noch? 13, also 12 noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir noch 2 Ticks ohne Probleme? Ja, 4 Ticks sogar noch. Nice. Falls ich mich verzählt habe, einfach nochmal nachschauen. Aber ja, wir brauchen unbedingt nochmal ein Antidote. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen. Den einen Trainer nehmen wir auch noch mit. Oder? Nehmen wir den, ja, den einen Trainer nehmen wir noch mit. Und dann beenden wir auch die Episode dann vorne bei Bill. Ja, ich werde jetzt auch noch keinen Antidote mitnehmen. Einfach um das Ganze nicht unnötig raus zu zögern, weil wir eh schon nur noch den einen Trainer haben. Und ja, unser Ukun ist hier ja schon ready, Paddy. Und falls jetzt hier so ein Dawnseed kommt, da weiß ich Bescheid. Dann kommt Ukun und böller den weg hier. Der böller den richtig weg. So, ich habe dieses Gefühl, ich muss dich bekämpfen. Und ich schätze mal nicht, dass wir gegen Bild antreten müssen. Der hat jetzt 2, der hat einen Frozen. Natürlich hat er wieder irgendeinen Poison-Kack. Den werden wir aber hoffentlich mit einer Konfusion rausnehmen. Sollte auf jeden Fall so sein. Jupp. Okay, sogar ein Crit. Da hat der Timmy überhaupt gar keinen Bock drauf jetzt gerade. Und ein Sandtrap. Ja, ja. Okay. Genau deswegen leaden wir nicht damit. Genau deswegen leaden wir nicht damit. Okay, und Megasauger und dann ist das Ding auch fertig. Es hätte natürlich auch höherleveliges sein können, deswegen kein Ukun für uns hier an der Stelle. Auch wenn ich sehr, sehr gerne da reingewechselt werde und jetzt die Erfahrung nochmal abgeholt hätte. Die 300 Erfahrungen, die absolut massiv sind. Aber wir haben Chat besiegt. Und ja, das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Nice. Aber nächste Folge werden wir hier zu Bill gehen. Und werden hier ein bisschen was machen. Und werden dann hoffentlich auch die Arena-Leiterburg bezwingen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen an der Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.